Ich finde, diesen Titel Time kann man verwenden, weil wirklich sehr viel Zeit vergangen ist. Das Vorgehen ist Schritt für Schritt doch mehr experimentieren, tastend. Mich haben immer Methoden interessiert in den ganzen letzten Jahrzehnten. Und ich habe versucht, meine Bilder ein bisschen von dieser Last zu befreien. Also ich wollte das Ganze in einer leichteren, mehr hingeschriebenen Weise machen. Und das geht ja nicht so ohne weiteres, das muss man trainieren. Und ich habe die ganzen letzten Jahre trainiert daran. Das heißt, ich habe einmal mit Nebel gearbeitet, was man hier noch ganz gut sieht. Aber hier gibt es schon die zweite Variante, die ich jetzt benutze, ist der Abklatsch. Ich male ein Bild und klatsche das ab. Und der Abklatsch ist einfach die leichtere Form. Das ist wie der Schein, nur noch der Schein von dem Ganzen. Jetzt habe ich ja meine Frau zum Zentrum dieser Ausstellung gemacht und Bilder von meiner Frau gibt es seit 1960. Diese Bilder sind gemacht meist nach Fotos von 1974, Polaroid-Fotos. Und ich mache das seit dieser Zeit. Verwendungszweck heißt Elke-Porträt oder Elke-Akt, also Liebeserklärung. Sentimentalität ist ein Zustand, den man gar nicht mehr wegschieben kann, der kommt einfach. Aber das hat mit dem biologischen Alter zu tun. Und wie bald man noch beieinander ist. Bin gerne sentimental. Ich bin ja kein Realist. Und ich habe mir diese Abhängigkeit oder das Gegenüber habe ich mir abgewöhnt, Beginn der 60er Jahre, nach dem Verlassen der DDR. In der DDR ging man immer davon aus, dass ein Bild ein Gegenüber braucht. Und auf der anderen Seite der Stadt in West-Berlin war dieses Gegenüber nicht mehr vorhanden. Da herrschte die Kunst, die man abstrakt fand, nannte und die aus Paris kam vor. Und das fand ich sehr schön. Und ich habe auch nie Porträts gemalt. Ich habe nur Demonstrationen gemacht. Die Goldfarbe. Ich benutze nicht das erste Mal die Goldfarbe. Die Fortsetzung von den Bildern hier ist, dass ich das Gold als Hintergrund gemalt habe und die Figur, Elke-Figur, als schwarzes Loch auf dem Bild erscheint. Nicht Silhouette, auch nicht Schatten, sondern wirklich eine Aussparung, ein Loch, wie ein Schlüsselloch. Und das Gold ist drumherum. Und das meint ja schon, dass ich die Tiefe gar nicht will. Mir geht es einfach um eine neue Bilderscheinung. Die haben ja keine materielle Dichte, die haben ja keine Körperform mehr, die bilden ja keine Schatten. Und das ist das eigentlich, was ich will. Flach. Alle diese Posen sind weder steigen noch fallen noch feststehend. Und die ursprünglichen Fotos sind einfach liegende Fotos von Elke. Aktfotos vom liegenden Akt von Elke. Und wenn man dieses Liegende befreit von dem Untergrund, auf dem sie liegt, ergibt es dann dieses Schwebende, diesen merkwürdigen atmosphärischen oder was auch immer, diesen Zustand im Irgendwo. Jetzt habe ich hier den Eindruck, wenn ich das sehe, sind ja im Atelier völlig anders, wenn ich das sehe, dass diese Bilder viel gelassener sind. Man kann auch sagen, seriöser. Also sie sind stiller, statuarischer, intellektueller und zurückgenommen. Früher hat man darauf geachtet, dass man die Maler, die man liebt, nicht zeigt in seinen eigenen Bildern. Jetzt macht es mir Spaß, dass ich arbeite und sage, verdammt, Dübbefee ist gar nicht mehr weit weg. Oder neuerdings Liechtenstein, davor hatte Kooning. Also wirklich im Sinne von gutem Gespräch, von einer schönen Unterhaltung.